So, da sind wir auch schon wieder zurück zu Need for Speed Most Wanted Car Mods. Ich bin der Boost Sidewinder, hallo. Ich will nochmal eine kleine Ansage machen. Und zwar, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich möchte das ein bisschen abändern. Das werde ich auch machen. Nicht ganz so, wie ich das eigentlich machen wollte. Denn so, wie ich das machen wollte, funktioniert es nicht. Da durch ein defektes Plugin von irgendeinem Amerikaner, der sich Zusatztools nennt, nicht funktioniert in der deutschen Version und ich weiß nicht, wie ich es runterkriege. Deswegen kackt mir das Spiel mein Quick Race ab und ja, ich muss es alles in der Karriere machen. Ja, aber was ich schon ein bisschen angedroht hatte, war, dass wir das Ganze ein kleines bisschen ändern werden, weil wir haben ja jetzt gleich das Serienauto. Ihr werdet ja gleich sehen, was es ist, wenn ich es mal finde. Ich finde es natürlich nicht, weil ich es gefunden habe, nämlich der Lamborghini Urus. Ja, ich habe noch nicht die Schnauze voll in Forza Motorsport 7 gehabt, ständig irgendwelche SUVs als DLC zu bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt Most Wanted gehabt, weil wir wollen ja noch mehr SUVs haben. Nein, Quatsch. Most Wanted ist nochmal ein bisschen was anderes, weil hier haben wir ja irgendwie mal was zum Crashen oder so. Ich bin ja kein Crash-Kitty in Forza Motorsport 7, deswegen habe ich auch nicht Spaß mit sowas. So, und zwar, wir werden erstmal das Serienmodell erstmal ein bisschen angucken. Das habe ich mittlerweile gar nicht mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Die Felgen sehen mal sowas von eigenartig aus von dem Ding, meine Fresse. Ja, ich glaube, das ist das neue Modell. Ich kenne den Urus nur persönlich in Rot als Prototyp, nicht als fertiges Auto. Ja, da haben wir das ganze Ding schon. Haben wir einen Kompressor drin? Okay, wir haben einen Kompressor da drin. Den Sound habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört in dem Spiel. Klingt ein bisschen wie... Oder es kommt durch den Kompressor. Ja, und zwar werden wir jetzt mal eine kleine Runde mit dem Wagen drehen. Ja, tatsächlich werden wir jetzt mal ein Quick Race serienmäßig machen. Dann werden wir das Auto umbauen und dann fahren wir es nochmal im umgebauten Zustand. So habe ich mir das nämlich jetzt gedacht, weil wir im Serienzustand fahren wir die Dinger halt gar nicht, außer zum nächsten Tuning-Shop. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme mal eine kleine Proberunde mit dem Ding los. Okay, perfekter Start, merke ich nicht ganz so was von. Das Ding kommt kaum weg. Ich habe mir direkt auch meine... Ich glaube, das wird unsere Standard... Also für die Standardautos die Teststrecke. Es ist nämlich von Tess das, ich glaube, einzigste Checkpoint-Rennen. Das geht nur auf der Autobahn entlang. Und da habe ich mir gedacht, können wir direkt rausfinden, was der so schafft alles. Also was ich bis jetzt merke, ich merke das Gewicht des Autos. Das ist schon mal ziemlich gut. Das fährt sich nicht wie, ja, ich kann eigentlich sagen, Need for Speed World, manche Geländewagen. Das wäre ja unglaublich gewesen, wie die sich fahren lassen haben. Da habe ich gedacht, ja, ich fahre Lotus 211 oder so, fahre ich da so ein SUV von den Bullen da. Ich merke auch, an Dampf kommt nicht wirklich viel an. Jetzt bewegen wir uns erstmal auf die 250 zu. Wobei, für ein SUV ist das schon ziemlich schnell. Ich bin halt nicht so der SUV-Freund, das ist das Problem. Aber der sah so komisch auf den Thumbnails jetzt aus, den musste ich einfach mal ausprobieren. Ich wusste nicht mal, dass Lamborghini jetzt anfängt, schon wieder Geländewagen zu bauen. Der letzte Geländewagen von Lamborghini, den ich kenne, ist der LM02, meine ich, oder so. Und der ist ja schon ein paar Jährchen her. Der wurde ja sogar noch gebaut, wo ich nicht mal geboren worden bin. Es kommt hier mit sowas an. Ja, haben wir gemerkt, bei Porsche fängt dann an zu laufen. Ach komm, machen wir so eine Scheiße einfach mal nach. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht so recht, was ich davon handeln soll. Jetzt macht Ferrari ja bald auch noch so einen Quatsch. Jetzt gehen wir mal langsam auf den Topspeed zu. Was schafft der Gute denn? Boah, 270 ist schon echt schnell für so ein dickes Ding. Ja, Leute, mal gucken, ob wir das Ganze gleich nochmal brechen können, würde ich sagen, oder? Oder probieren wir den wirklich auf der ganzen Strecke nochmal aus? Sollen wir das so machen immer? Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, ich werde den irgendwo anders fahren. Aber jetzt wird das Auto sowieso erstmal umgebaut, okay, die Leute. Die ganzen Leistungsdaten sehen jetzt so aus, das Auto hat einen Turbolader bekommen. Er hat jetzt keinen Kompressor mehr.
erstmal einkaufen und dann gucken wir, was wir optisch noch dran machen können. Ich bezweifle, dass das viel sein wird. Genau, so können wir schon mal nichts machen. Können wir irgendwelche bescheuerten Spoiler draufsetzen? Nein, natürlich nicht. Können wir Felgen draufsetzen? Ich weiß nicht mal, ob ich auf dem Ding wirklich Felgen draufsetzen möchte, weil, keine Ahnung. Ich mag die nicht, die da drauf sind, aber irgendwie passen die dazu. Und wenn ich da irgendwie... Mein Gott, was muss der eigentlich haben? Ich glaube nicht, dass das... Alter, das ist doch niemals im Leben 20 Zoll. Das sieht so groß aus auf einmal. Das sieht wirklich so riesig aus. Ach komm, bei Geländewagen können wir ruhig ein bisschen mehr Profil machen. Ich mach die Felgen noch runter, ich mag die einfach nicht. Die sehen so komisch aus. So, hier des Weiteren können wir auch nichts verändern. Okay, Dachspoiler. Was sollte da auch großartig passieren? Können wir nicht verändern. Wir gehen das Ganze kaufen. Ich, boah, möchte ich den eigentlich in der Farbe behalten, wenn ich ehrlich bin? Der sieht in Schwarz ziemlich gut aus. Eigentlich kenne ich den ja nur... Warte mal. So irgendwie kenne ich den Urus ja normalerweise nur. Ja, jetzt ist der auf einmal so. Ich habe keine Ahnung. Oder wir probieren ein Grau. Das passt ja zu Lambo... Warte mal ganz kurz. Wo ist denn hier die komische Mattscheiße? Nee, das sieht so bescheuert aus. Probieren wir mal das Grau. Vignettes gehen natürlich nicht, weil... Gründe... Guck mal, können wir ein bisschen runterfärben? Wir können auch noch was aussehen. Komm, wir probieren mal so. Hat der so einen leichten Rotton oder kommt das jetzt irgendwie von der Halle? Ich weiß nicht. Die Folierung mache ich natürlich auch wieder schwarz. Das kennt er ja. Ich stehe voll auf das Schwarzzeug. Können wir Decals dran machen? Warum sollte der... Ja. Irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir mittlerweile Mods angucke, weiß ich ganz genau, haben die Decals, haben die nicht, haben die dies, haben die das. Und dann sage ich, warum sollten die das haben? Ah, aber hier, aber da. Irgendwie habe ich mittlerweile so ein kleines Gefühl schon dafür bekommen. So, das ganze Auto ist fertig. Und mach mal raus. Okay. Boah. Okay, der tut gut abgehen. Der tut richtig gut abgehen. Ich bin gespannt, was da gleich in einem Rennen passieren wird. Ich bin gespannt, was der schaffen wird. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Los geht der ganze Scheiß schon. Wir haben genau im Prinzip von jeder... Wow. Okay, was die da auch immer treiben, ich habe keine Ahnung. Ich wollte sagen, von jedem, ich sag mal, Automobilkontinent irgendwie ein Auto. Wir haben die Viper aus den USA, wir haben den Subaru aus Japan und den Golf aus... Oh Gott, Europa. Wird gerade ganz schön laut, oder meine ich das nur? Ist schon ziemlich... Boah. Und ich fahre hier mit dem fetten Geländewagen rum, Alter. Und die Bullen sind natürlich auch da. Komm, Viper, geh mal weg. Oh, oh. Boah. Ach, guck mal, unsere Freunde kommen auch gleich. Oder auch nicht. Die haben den Lamborghini gesehen und gesagt, nee, jetzt ist Feierabend. Mit dem Cadillac war schon... Okay, ich hätte nicht die... Ja. Ich hätte die Fresse halten sollen. Komm mal her, Frau Taurus. Ich muss dir einen geben. Ey, hab mal das nächste Swag-Mobil etwa. Alter, pff, weg. Okay, jetzt seht ihr, was ich meine. Solche Autos machen Sinn im Most Wanted. Solche Autos machen einfach Sinn. Weil du kannst halt alles damit kaputt machen. Ich frag mich sowieso, warum es keinen SUV in Most Wanted... Oh Gott. In Most Wanted gab. Oh, Alter, was geht jetzt hier ab? Okay, das ganze Event ist 2 Runden lang. Ich habe jetzt erwartet, dass es 3 Runden sind, aber egal. Das zieht... Ich ziehe mir wieder die Handbremse in dieser Kurve ein. Mir ist das immer ein bisschen peinlich, wenn ich über ein Auto nichts weiß. Da denke ich mir so, ja, hier so, ja, aber ist halt so, ich fass mich mit solchen Autos nicht. Boah, den kick ich weg. Jawohl, Alter, aber der ist nicht gestorben.
Der lebt noch weiter. Ich glaube, der jagt jetzt jemand anders. Oh Gott. Alter, habt ihr das gesehen, Leute? Ich hab den... Mann, du Penner. Ich hab den Verkehrske... Hau mal ab hier, ey. Was willst du mit deinem komischen, hässlichen Subaru? Alter, das Ding sieht aus, ne? Jetzt mal ganz unter uns, Leute. Die Farbe, die mag ich ja irgendwie, aber der ganze Rest ist scheiße. Ey, hör auf damit. Jetzt kommt wieder ein Golf, Alter. Nein! Hört doch mal auf, gegen mich alle zu kämpfen. Meine Fresse. Alter, wie viel Noss hat das Ding denn? Das Nitro geht gar nicht leer von dem Ding. Geh mal weg da, Alter. Jetzt fahre ich auch mal so wie so ein Forza Motorsport Community Vieh. Oh, Drifto, scheiße. Ja, Fahrzeug ist entkommen. Oh, nee. Ich bin nicht ganz entkommen, der Subaru ist immer noch da. Oh Gott, kommt schon wieder vor Taurus. Alter, Subaru, du kriegst mich nicht. Ich habe einen V8. Ich dachte, das Ding hat einen 12-Zylinder. Also ich konnte mich damals erinnern, dass der Urus einen 12-Zylinder hatte. Vielleicht hat er der neue ja nicht, aus Umweltgründen. Dann sagen sie wieder die Performance, aus Performance-Gründen, weil ein 12-Zylinder ist ja nicht gut und so. Bla, 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 bla. Ach, kommt schon wieder einer, ich werd bekloppt. Wo ist der denn? Wo ist der? Ja, wir haben gewonnen, schön. Boah. Da ist er. Das macht keinen Sinn, stehen zu bleiben. Hinter mir sind welche, da weiß ich. Omega. Hä? Oha? Nein, ich wusste, dass hinter mir da war. Ach, und jetzt habe ich kein Nitro, na klar. Hier, hau ab, Alter. Lass mich in Ruhe. Oh, oh. Alter, was macht mein Auto in der Cutscene? Katsching. Ach, Katsching macht der, ja. Boah, bin ich lustig. Ah, scheiße, das war die falsche. Komm jetzt nicht stecken festen. So. Boah, entkommen. Boah. Ja. Ja. Ja, kann ich jetzt mal mein Fazit machen? Dankeschön. Jetzt kommt das Fazit. Alle Einheiten ausschwärmen, wir müssen den Booster Fazit kaputt machen. Ja, mein Fazit zum Lamborghini Urus, für Tuning-Fans ganz klar eigentlich die Finger weg von lassen, aber für Leute, die mal den Bullen mal voll auf die Schnauze geben wollen, ist das Auto ideal. Er fährt sich realistisch, er fährt sich sogar ziemlich realistisch, ich muss mal eben auf Stopp machen, Leute. Boah, Leute, ich mach nur eben mein Fazit, ich bin nämlich echt sauer. Ja. Habe ich gerade im Prinzip gesagt gehabt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Entschuldigt, Leute, aber wenn man andauernd unterbrochen wird, selbst wenn man sagt, man nimmt gerade auf, dann hat man irgendwann so ein bisschen die Schnauze voll. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt erstmal ein bisschen nicht mehr Midnight Club Los Angeles und Dingens aufnehme. Boah, dazu muss ich eigentlich ein Infovideo noch machen. Ohne Scheiß. Für die Leute, die sich hinterher wundern oder so. Aber gucken, vielleicht klappt das ja auch alles, aber... Boah. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Echt. Boah, Mann. Schau mit Wow, Entschuldigung. Ist ein guter Mod, Entschuldigung. Habe ich noch nicht erwähnt. Ziemlich guter Mod. Außer mit dem Tuning halt. So.